Hallo. Eigentlich wollte ich heute gar nicht filmen, weil es mir nicht so gut geht, weil heute ein blöder Tag ist. Aber jetzt habe ich gerade, also nicht gerade, heute Morgen, ja, gestern, ich bin mir gerade nicht sicher, hier habe ich gerade nachgeguckt. In Frostnacht lernen wir die Protagonistin der anderen Mythos Academy-Reihe kennen. Voll witzig. Da bin ich jetzt noch gespannter drauf. Man hat zwar noch nicht viel von ihr erfahren, aber sie ist halt auch ein bisschen anders anscheinend. Also hat sie anscheinend. Na, mal gucken. Ich bin inzwischen auf Seite, lasst mich kurz gucken, 166, 167. Ja. Das liest sich ja wieder weg wie nichts. Gestern war ich noch auf Seite 100. Also, als ich nach Hause kam. Davor also noch woanders. Das heißt, ich habe gestern so, weiß ich nicht, 50 Seiten bestimmt gelesen. Ja. Na gut, ich habe Kopfschmerzen ein bisschen. Ich will auch meinen Kaffee erst noch weiter trinken. Ich bin ja nicht lange zu Hause, es ist jetzt kurz vor 6. Ja. Und wie gesagt, heute ist endlich ein blöder Tag und ich wollte endlich auch gar nicht filmen. Aber das musste ich jetzt mal loswerden. Sollte das jetzt zu kurz werden, werde ich es einfach mit dem nächsten Tag verbinden. Aber gut, ihr kennt das ja schon. Habe ich ja schon ein paar Mal gemacht inzwischen. Muss ich es nämlich immer erklären, oder? Außerdem blende ich hier mal das Datum ein. Und dann ist schön, also das Datum von, ne, dem Tag, wer gerade ist. Wenn es nicht nur ein Tag ist. Ah, ihr versteht, was ich meine, oder? Daniel macht in einer halben Stunde Schluss. Und dann kommt er auch her. Und ja. Gucken wir mal. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Es tut mir leid, aber ich bin heute einfach nicht gesprächig. Ja, manche Tage sind einfach für die Tonne. Sie hat ihn immer noch nicht gefunden. Den Griff. Den einzig wahren. Ihren einzigen Lenker-Softgriff für die Kamera. Bin ich ja froh, dass du meinen nehmen kannst. Ne? Juhu! Nein, wir müssen keinen neuen kaufen. Ich hab ja meinen. Ja, ist ja auch irgendwo. Dann bring ihn. Mir ist heute nicht nach Scherzen zumute. Na klar. Schlumpi. Hast du schon irgendwas erwähnt? Du hast ein scheiß Tag. Naja. Scheiß Wetter. Scheiß Wetter? Na klar. Na gut, bis auf die Sonne, die mal kurz draußen war. Weil ich so nicht lange draußen war. Aber sonst war irgendwie so, bis morgen schon wieder Regen. Boah. Echt? Ja. Und kalt ist. Ja, und kalt ist. Und Wochenende auch kalt. Wenn man wieder arbeiten muss, wird wieder besser. So ein Scheiß. Ja. Und bei dir so? Ja, geht so. Passt schon. Meinst du? Ja. Er bald eigentlich seinen PIN wieder. Mal gucken. Ich hoffe, dass er das ist. Wenn er das nicht ist, ist die Karte weg. Nope. Dann gibt es auch keinen Einkauf am Wochenende. Oh, weia. Das wäre toll, oder? Das wäre prima, ja. Ganz toll. Ja? Wir haben noch Pizza. Am Wochenende werden wir überleben. Wir haben auch Rosinenschnecken. Rosinenschnecken? Rosinenschnecken. Bäh. Lecker. Jam, 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 jam. Wenn wir Rosinen nicht werden. Ach, Blödchen. Gerade lecker. Nee. Doch. Rosinen pur, ja, aber nicht irgendwo drin. Ach, Betty. Sei mal nicht so. Ja, und das Video hast du, blendest du auch schon ein hier, dieses, ne? Kratzbaum-Video. Ja, das werden sie schon gesehen haben. Ach, dann, ja? Das werden die schon gesehen haben. Oh, Mann, ja. Das unser ist nicht das Erste, was da passiert. Unsere neue Action-Cam in Action. Ne? Die erste Action-Szene, gerade da. Stimmt überhaupt nicht. Die erste Action-Szene, das ist ich beim Essen. Naja. War ja nur ein Test gewesen. Du musst ja erst den Scheiß leer hochlesen. Furchtbar. Ist halt. Ich habe heute nichts bearbeitet. Nichts bearbeitet? Na, mach mal. Ich war heute nicht danach. Nicht. Ich hätte nicht meinen Rechner angemacht, weil er das Video nicht so weit gehen wollte. Mann, Mann, Mann. Ja. Mal gucken, wenn ich morgen anfange mit Arbeiten. Muss ich mir mal ausrechnen. Mal abends ist nochmal ein kurzes Team-Meeting, nur ein halbes.
Geheimnis. Mhm. Und dann ist schon wieder spät und ab nach Hause. Oh. Mhm. Ja, gruselig. Mhm. Ja. Kannst du glauben. Dann bist du denn morgen hier? Halb neune. Oh, ja. Sag ich doch. Feuerwerks kann ich schaffen. Das wäre eklig. Ja. Wen sagst du das? Ja. Lässt sich nicht ändern. Noch einmal früh aufstehen. Ja. Und dann nochmal früh aufstehen. Nein. Natürlich einkaufen fahren. Du musst nicht früh aufstehen. Das ist früh. Das ist nicht so früh wie 5 Uhr. Oh, dafür bist du schuld. Ja, du musst ja nicht. Natürlich muss ich auch arbeiten gehen. Aber nicht um 5. Mhm. Ja, um 5 muss ich auch noch nicht arbeiten gehen. Hm. Naja. Puff. Hm? Ja. Gut, na dann wollen wir euch nicht länger langweilen. Genau. Gute Nacht. Gute Nacht.